Ich freue mich, Sie, meine lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, bei dieser Sendung über die Schachweltmeisterschaft begrüßen zu dürfen. Ich heiße Markus Rager, bin Schachgroßmeister und die Nummer 1 im österreichischen Schach. Und gemeinsam möchte ich mit Ihnen jetzt die zweite Partie der Weltmeisterschaft anschauen. Der Weltmeister hat die weißen Steine, Magnus Carlsen, und mit Schwarz spielt der Herausforderer aus Indien, Viswanathan Anand. Und nach den einleitenden drei Zügen E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer B5 und Springer F6 entsteht die Berliner Verteidigung. Das ist eine sehr populäre, moderne Verteidigung. Und die ist eigentlich seit 14 Jahren ununterbrochen sehr, sehr gefragt. Besonders dadurch, dass sie damals im WM-Match Wladimir Kramnik gegen Garry Kasparov angewendet wurde, und zwar von Wladimir Kramnik mit Schwarz. Der Garry Kasparov war in der Zeit sehr, sehr gefährlich mit Weiß und das war wirklich sehr schwierig für einen Wladimir Kramnik, eine Öffnung zu finden, mit der er mit Schwarz dagegen halten kann. Und die Berliner Verteidigung war diese Eröffnung. Garry Kasparov hat keine Chance gehabt, einen Vorteil rauszukriegen und das hat dem Wladimir Kramnik damals den WM-Titel gesichert. Wenn die Eröffnung gegen einen Garry Kasparov funktioniert, haben sich viele gedacht, funktioniert es gegen Schwächere natürlich auch sehr gut. Und deswegen ist die Eröffnung sehr populär und diese zwei Weltklasse-Spieler, Magnus Carlsen und Viswanathan Anand, spielen sie ab, beide mit Schwarz. Deswegen ist das sehr interessant, was sie dann mit Weiß dagegen spielen. Und der Magnus Carlsen spielt D3, das war zu erwarten, dass er nicht mit Rochade die Hauptvariante anstreben wird, sondern eher mit D3. Ruhiger spielen wird, Schwarz macht Läufer C5, das war Hauptzug. Und nach kurzer Rochade D6 hat der Magnus Carlsen seinen Gegner mit Turm E1 überrascht. Turm E1 ist ganz selten gespielt worden, bis jetzt erst dreimal. Und alle drei Partien waren eher keine besonders bedeutenden Partien. Doch wir wissen, beim WM-Match, da gibt es eine sehr lange Vorlaufzeit, in der beide Seiten mit ihren Teams an Eröffnungen feilen. Und jede Variante, die in so einem WM-Match gespielt wird, wird danach von vielen anderen aufgegriffen, weil es einfach irgendwie ein Gütesiegel ist, wenn sie in so einer wichtigen Partie angewandt wird. Und der nächste interessante Moment in der Partie ist nach 13 Zügen. Und zwar nach Dame C7. In dieser Stellung gelingt es dem Magnus Carlsen, ein sehr interessantes Manöver anzuwenden. Und zwar das mit dem sogenannten fliegenden Turm. Türme sind eigentlich in der Öffnung und im Mittelspiel spielen sie eher Nebenrollen. Die Türme stehen eher hinten und im Endspiel kommt dann ihre Zeit, wenn weniger Figuren, weniger Bauern am Brett sind, können die Türme frei herumfahren und kommen zum Einsatz. Im Mittelspiel und in der Öffnung eher selten. Die Ausnahme bildet aber der fliegende Turm. Das ist ein sehr gefährliches Manöver und das wird meistens über die dritte Reihe. Kommt das vor, so wie hier, und zwar Turm A3. Die Idee ist es, Turm G3 zu spielen und dann den schwarzen König anzugreifen. Eine sehr schöne Idee und das gelingt dem Magnus Carlsen in der Partie, diese auch umzusetzen. Es kommt Springer F8, D schlägt E, Springer H4 und der Turm kann nach G3 gehen, die Dame nach H5 und Weiß kann einen Angriff starten. Jetzt sehen wir, wie beide Seiten nach weiteren 5 Zügen, Weiß verstärkt den Angriff, Schwarz hat sich auch entwickelt, es entsteht diese Stellung. Schwarze König steht noch immer recht unsicher und in dieser Stellung hat Weiß ein sehr überraschendes Motiv. Sollte Schwarz unachtsam oder fahrlässig Turm D7 machen, dann hätte Weiß die Möglichkeit Läufer H6 zu spielen. Und nach G schlägt H6, Dame schlägt H6, ist die Drohung H5 sehr, sehr stark, weil der Springer gefesselt ist. Und es gibt keine Möglichkeit, mit dem König irgendwie sich in Sicherheit zu begeben. Denn nach König H8 kommt einfach Turm schlägt G6, der Bauer kann nicht zurücknehmen, weil er gefesselt ist.
und der Weiße wird eine Gewinnstellung erreichen. Um das abzuwehren, entscheidet sich der Herausforderer Anand für auch ein typisches Manöver. Wenn man unter Druck ist, setzt man oft Abtauschserien in Gange, um sich zu entlasten, einfach damit der Angreifer weniger Figuren zur Verfügung hat. Und genau das macht der Anand jetzt, mit Läufer schlägt F5, E schlägt F, Springer F4. Er zwingt einen weiteren Abtausch. Und auf den ersten Blick wirkt alles recht gut für den anderen. Das ist eine sehr symmetrische Stellung. Der Angriff ist abgewehrt. Scheint, als ob er wenig Probleme hat. Doch da sehen wir jetzt an die Stärke von Magnus Carlsen. Er kann wunderbar zuerst auf Angriff spielen und dann, wenn die Stellung was anderes erfordert, sofort den Plan schwenken und auf positionelles Druckspiel umschalten. Und diese Stärke zeichnet ihn einfach aus. Und da sehen wir, wie er das in der Partie macht. Also der Turm geht nach C3, bedroht. Dann Bauern, die Idee ist vielleicht, hoppla. Die Idee ist, Turm E6 zu spielen und weiter Druck auszuüben. Schwarz macht C5 und es folgt Turm E6. Bedroht den B6 Bauern. Und da sehen wir das große Verständnis vom Weltmeister. Und zwar, auf den ersten Blick wirkt die Stellung wieder, als ob Schwarz alles unter Kontrolle hätte. Aber genaueres Hinsehen, wir sehen dann, dass Schwarz sehr schwer irgendeinen aktiven Zug machen kann. Der Turm kann von der achten Reihe nicht wegziehen, weil dann käme Turm E8 Schach, Turm schlägt E8 und Dame E8 Matt. Das heißt, der Turm muss auf der achten bleiben. Die Dame muss den Bauern auf B6 decken. Was bleibt dem Schwarz noch übrig? Er versucht mit Turm B8 sich zu entlasten, doch Magnus Carlsen setzt sofort nach und macht Turm C4, bedroht den Bauern auf F4. Möchte vielleicht später mit Turm nach E6 gehen, mit Turm nach E4 gehen und einen anderen Turm nach E7. Die siebte Reihe ist auch die beste Reihe für den Turm. Weil dort stehen sehr viele gegnerische Bauern und wenn man auf die siebte Reihe kommt, hat man auf alle Fälle schon was erreicht. So, dieser Wechsel von Angriffsspiel auf positionelles Druckspiel war wirklich beeindruckend und nach weiteren 10 Zügen hat sich die weiße Stellung so stark verbessert, dass man durchaus sagen können, weiß steht im Prinzip auf Gewinn. Der Bauer auf F3 ist so weit vorne, das ist nur eine Frage der Zeit, bis er verloren geht. Der Bauer auf A5 ist ebenfalls sehr schwach und Weiß kann später mit Turm A7 diesen Bauern angreifen. Die weißen Figuren stehen deutlich aktiver als die schwarzen. Und dann kommt noch hinzu, dass der schwarze König auch noch gefährdet steht. Das alles erweist sich als zu schwierig für Schwarz und wie vorher schon erwähnt, die Stellung ist im Prinzip verloren. Nichtsdestotrotz soll Schwarz danach streben, noch möglichst lange Widerstand zu leisten. In der Partie ist ihm das nicht gelungen und er hat im Prinzip jetzt einen Verlustzug gemacht mit H5. Ich möchte Sie gerne einladen, kurz auf Pause zu drücken und selbst zu überlegen, ob Sie auch den Gewinnzug finden, den der Magnus Carlsen gefunden hat. Genau in dieser Stellung hat der Dame B7 gespielt. Und Turm mal G7 ist nicht mehr zu decken, der Bauer auf G7 geht verloren. Nicht nur das, Schwarz wird in wenigen Zügen matt gesetzt. Eine beeindruckende Leistung von Magnus Carlsen, der den Schwarzen, den Herausforderer, wie Swanathan Anand, einfach überspielt hat. Und ja, es werden Erinnerungen wach an das WM-Match, das die beiden Kontrahenten ein Jahr zuvor in Indien gespielt haben. Bei diesem WM-Match hat der Magnus Carlsen sehr klar gewonnen. Doch muss man sagen, dass damals der Viswanathan Anand in einer schlechten Phase war. Seitdem ist für ihn einiges bergauf gegangen und er hat da große Erfolge gefeiert in dem Jahr. Dadurch haben sich viele ein spannendes Match erwartet und ein ausgeglichenes Match. Doch wie wir sehen, momentan dominiert der Magnus Carlsen.
Beide Partien hat er den Ton angegeben. In der zweiten Partie hat er souverän gewonnen. In der ersten hat er ihn unter Druck gesetzt. Wenn es so weitergeht, wird es sehr schwierig für einen Herausforderer da dagegen zu halten. Aber jetzt ist erst einmal ein Ruhetag angesagt, haben beide Seiten Zeit, sich zu erholen. Und beide Teams werden an der Eröffnung feilen und vorbereiten. Also ich erwarte, dass der andere wieder D4 spielen wird. Magnus Carlsen wird mit Grünfeld in die Schatten antworten. Und dann werden wir sehen, was sich das Team vom anderen und er selbst sich einfallen lassen, um den Magnus Carlsen unter Druck zu setzen. Das werden wir alles am Dienstag um 13 Uhr erfahren. Da startet nämlich die dritte Runde. Und diese dritte Runde wird bei einem Public Viewing live im Wiener Haus des Schachsports am Spielmannplatz 1 übertragen. Ich werde dort die Partie live kommentieren. Ich würde mich freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen. Ich lade Sie auch recht herzlich ein, auf meiner Homepage www.markustrager.at vorbeizuschauen, um den freien Tag vielleicht doch mit Schach zu überbrücken. Und ja, und ich freue mich schon, Sie bei der Rundenzusammenfassung der dritten Runde dann am Dienstag begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.